Olga Korbut. Die wollte sicher was gut machen, ne? Weil es ja zuvor nicht gut lief. Im Achtkampf. Auch sehr schön ausgeführt. Das war ihr Star-Element, der Flickflack. Ja, mir gefiel er nicht so, weil die Beine halt zwischendurch mal nicht so gerade waren, aber trotzdem war es irgendwo was Neues und deshalb auch sehr beachtlich. Sie hat das Beste draus gemacht aus ihrer Übung, technisch auch ziemlich gut durchgeturnt. Ja, ich stelle immer wieder fest, Sie sehen da Feinheiten, die ein Flicktrauma gar nicht sieht. Der Stand war nicht in Ordnung. Man konnte sehen. Hat ein bisschen gewackelt, gell? Man muss auf dem Fleck stehen bleiben und kann nicht nach vorne oder nach hinten hüpfen. Also die Kampfrichter müssen zumindest das auch mit beachten, auch wenn es natürlich nicht so sehr bedeutsam ist. Aber in einem Endkampf der Olympischen Spielen, wo die Leistungsdichte sehr hoch ist, sollte schon mit beachtet werden. 9,8 die Note für den Spatz aus Grodno, ja, wie man sie damals zeigte, nannte. Zeigte, dass noch ein bisschen Raum war. Und